Ja, hallo erstmal und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Jatta Tonic von Cross Gaming und heute machen wir in unserer Serie 20 Minutes Off Nickelodeon All-Star Brawl, was diesen Monat im PlayStation Plus Format war. Und wir gucken uns einfach mal an, was das hier zu bieten hat. Nur mal ganz kurz zum Format an sich. 20 Minutes Off bedeutet, ich zocke das jetzt für 20 Minuten an und dann schildere ich meine ersten Eindrücke davon. Habe ich vorher noch nie gespielt, das Spiel. Gerade eben nur einmal ganz kurz die Einstellungen geändert für den Sound. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Direkt mal rein ins Getümmel hier. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal online, offline wahrscheinlich, kann ich jetzt leider nicht lesen. Arcade. Ja, ich gehe erstmal hier in so ein ganz normales Offline-Spiel rein. Sport auf Zeit, normales Smash wahrscheinlich. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Roster von Charakteren. Zwei Ninja Turtles haben wir hier am Start. SpongeBob und Patrick natürlich, Sandy, Garfield, auch cool. Shredder, yo. Ich würde sagen, wir zocken mit Shredder. So, und dann, gegen wen sollen wir spielen? Gegen Garfield. So. So muss man hier... Okay, jetzt habe ich verstanden. Gegen Garfield. Gegen... CatDog. Auch cool gewesen früher. Und natürlich gegen... einen von den beiden Turtles. Wen nehmen wir da? Komm, Michelangelo. Kann man noch irgendwie die Outfits verändern, oder? Ja, cool. Probieren wir einfach mal aus hier, komm. Ey, das sieht ja geil aus. Alles klar. Und go. Okay, Level haben die auch einige zur Auswahl hier. Schiff des fliegenden Holländers. Handschuhwelt. Auch von SpongeBob. Mhm. Ich würde sagen, um die Zeit gut ausnutzen zu können, machen wir einfach auf random. Ist ja alles, sieht alles ganz interessant aus auf den ersten Blick. Okay. Sieht einfach 1:1 aus wie Smash Brothers bis jetzt. Steuerung ist aber scheinbar anders. Ich versuche mal so ein bisschen hier rauszufinden erstmal. Mit drei springt man. Was kann man mit den Schultertasten machen? Greifen? Wie in so einem normalen Beat'em-up-Spiel scheinbar. Ich finde es einfach unglaublich, dass sie die Spiele released haben, damals, ohne irgendwelche Voice-Actings. Die haben sie jetzt mittlerweile hinzugefügt, zum Glück. Ich wüsste ja gern, wie man sich retten kann. Moment, gucken wir uns das mal eben an hier. Also ich kann nur einen Doppelsprung machen. Ach, so kann man sich retten. Oben und Viereck. Okay. Ja. Okay. Erster Eindruck. Beenden wir es erstmal. das war mir jetzt ein bisschen zu stressig. Ich will lieber ein 1 gegen 1 jetzt mal ausprobieren. Und Shredder hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen gerade. Ich probiere mal Garfield aus. Und dann gegen diese Forscherin oder was auch immer. Und gehen wir einfach mal. Ah, hier, Battlefield. Da kennen wir doch. Jetzt einfach mal ausprobieren, wie jetzt so im 1 gegen 1 sich verhält. Ready? Think Ninja, think Ninja! Time with the show!
Komm, Garfield, zeig, was du kannst. Es ist zum Glück kein Sonntag. Ah, nee, es ist Montag. Nein, er hasst Montage. Aber okay, vielleicht ist er deswegen besonders schlecht drauf gerade. Ja, der spielt sich schon mal viel, viel, viel besser als Shredder. Viel schneller. Und mehr Moves, die jetzt hier auch so ein bisschen Impact wenigstens haben. Mit Shredder habe ich gerade das Gefühl, irgendwie so einen Street Fighter-Charakter wie Ryu zu spielen. Ah, mit dem rechten Stick kann man auch wie mit so einem, ja, wie so ein Quick Smash quasi machen. Okay. Ja, sicher. Weg damit. Ja, klar. Was ist das denn für ein Move? Wann soll dieser Move denn jemals etwas bringen? Und wie habe ich ihn auch gemacht? Ach, oben und Viereck. Dieser angebliche Rettungsmove, den man nicht canceln kann in der Luft. Richtig dumm. Critical Hit, okay, was heißt das? Okay. Ja, dann war das jetzt auf jeden Fall auch erstmal ein guter erster Eindruck. Jetzt probieren wir Arcade aus. Garfield war zwar jetzt gerade echt ganz cool zu zocken, aber ich will ja noch was sehen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Leonardo. Schwierigkeitsstufe machen wir auf Mittel. Timer laufen lassen ein. So, mal gucken, was überhaupt ist hier, Arcade. Leonardo versus Sandy. Wie so ein Tower, den man hier erklimmen muss, sozusagen. Okay. Ganz nett auf jeden Fall, dass die hier am Anfang so wie bei Mortal Kombat ein bisschen was sagen. Ja, Leonardo ist auch cool. Ja. Sehr schnell. Kann ordentlich austeilen. Das Voice Acting ist ein bisschen strange. Ach cool, wie habe ich den jetzt getötet? Kann man da auch nach unten hauen scheinbar. Mhm. Ich wirbel mich hier einfach komplett in die Luft gerade. Und wieder in die Suppe gehauen. Oder Milch soll es wahrscheinlich sein. Boah, das war gut. Das war gut, das hat sich gut angefühlt. Was gibt es hier ansonsten noch bei Arcade? Ach, da kann man sich hier immer so einen Weg aussuchen, den man gehen möchte. Was im Prinzip jetzt nicht viel ändert. Nur den Gegner wahrscheinlich. Und dann werden die wahrscheinlich hier immer so verschiedene Kampftypen einfach haben. Manchmal wahrscheinlich ein 2 gegen 2 oder sowas. Wie man es ja auch aus dem großen Vorbild von Nintendo kennt. Okay. Dann habe ich davon auch erstmal jetzt genug gesehen von Arcade. Mal gucken, was hier bei den Extras noch enthalten ist. Moves, Galerie, Jukebox. Okay, nichts Wichtiges. Und zum grünen Abschluss natürlich nochmal in den Online-Modus gehen. Das muss jetzt auf jeden Fall noch sein. Ansonsten hat man es, glaube ich, nicht wirklich gezockt. Obwohl wir wahrscheinlich jetzt richtig auf den Sack kriegen. Hier machen wir mal Rangliste.
Und diesmal bleiben wir bei Leonardo tatsächlich, damit wir wenigstens den Hauch einer Chance haben, weil wir schon so ein bisschen eingespielt sind. Und go. Na komm, nehmen wir die süßen Träume. Das sieht lecker aus. Es gibt eine Wertung, man startet mit 400. Okay, wie im normalen Spiel gerade, jeder hat 3 Leben. Ist auf 6 Minuten beschränkt. Und ich habe das Gefühl, wir werden nicht auf den Sack kriegen. Ach so. Ja gut, unser Gegner hat sich dazu entschlossen, uns einfach mal gewinnen zu lassen. Die Goldtrophäe habe ich mir redlich verdient. Ja, okay. Das war ja eine ganz tolle Erfahrung jetzt. Versuchen wir das Ganze doch direkt nochmal. Leonardo. Gegen SpongeBob. Und der hat eine Werte von 703. Wir haben jetzt genau 420. Nice. Und scheinbar hatte der solche Angst davor, dass er wieder gequittet hat. Also das Matchmaking überzeugt aktuell schon mal nicht. 498 hat der jetzt. Okay. Das ist doch ungefähr auf einem Niveau. Was ist das denn für ein Charakter? Die kenne ich auch zum Beispiel gar nicht. Komm, starte. Und los geht's. Yatatonic gegen Tegaminio. Kawabanga, sag ich dazu nur. Kawabanga! Ich versuche immer noch rauszufinden, wie ich meine stärksten Angriffe machen kann. Die Rettung gerade war auf jeden Fall gut. Ah, schade, knapp verpasst. Irgendwie bringt der Angriff nicht so viel, habe ich das Gefühl. Komm, geht doch, endlich. Jetzt habe ich wenigstens Leben Vorsprung. Und vielleicht kann ich noch ein paar Prozentpunkte Schaden machen. Vor dem unausweichlichen Ableben. Wo bin ich? Ja, okay, das war's. Nur 10% geschafft, schade. Ich weiß auch bis jetzt noch nicht, wie man blockt. Ah, mit R2, okay. Komm. Ach, den kann ich aufladen, den Angriff. Gut zu wissen. Was ist das denn für ein Angriff gewesen? Jo, der war auch gut. Schön, schön. Und aufgeladener Angriff hat nichts gebracht, gefühlt. Aber der war richtig nice. Verbindung ein bisschen schlecht gerade leider. Wow. So kann man scheinbar jemanden greifen. Boah, dieser Air-Dash mit den Schwertern ist auf jeden Fall powerful. Stay sharp. Schade, das wäre cool gewesen. Und? War's das? War's das? Nein, rette dich doch! Und das war's. Victory. Sehr schön. Direkt mal die Wertung erhöht hier. Um 445. Dann gucken wir mal eben auf den Timer.
Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gehen wir doch nochmal ein Online-Match und probieren nochmal einen anderen Charakter aus diesmal. Und wir machen diesmal mit Gegenständen. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Und so wie ich das vorhin gesehen habe, scheint das auch ein Update gewesen zu sein. Select your brawler. Dann probieren wir doch jetzt einfach noch einmal zum Schluss Ren und Stimpy aus. Ren und Stimpy. Select your stage. Das war auch damals für die Verhältnisse eine echt verrückte Serie. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches Level von Ren und Stimpy ist. Egal, random. Was soll's. Vielleicht treffen wir sowieso auf gar keinen Gegner. Mal sehen. Da ist er. SpongeBob schon wieder. Achso, SpongeBob kommt immer als erstes scheinbar und dann sucht er sich einen Charakter aus. Get ready. Oh, Stimpy. So. Ren und Stimpy, kommt, Jungs. Was ist das denn jetzt hier auf einmal? Ich weiß ja noch nicht mal, wie man Gegenstände aufsammeln kann, wenn ich mal hier einen sehen würde. Mit R1 Ja, mit R1! Das war sehr schön. Jetzt habe ich einen fetten Anker gefunden und voll getroffen. Wow, der Anker ist richtig OP. Ah, Mist, jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Komm. Boah, was für ein guter Rettungsmove. Komm, gib mir Leben zurück. Und Garfield schmeißt die nur mit seinen Torten die ganze Zeit rum. Ist das nächste eine Zielsuchrakete oder was? Nein, die Torte! Die Torte war jetzt zu krass. Das hat er gut gemacht. Und dann war er kurz... Leider! Oh, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Hat er kurz nie aufgefasst. Komm, werfen wir ein paar Baumstämme hier durch die Gegend. Ey, Ren und Stimpy einfach nur richtige OGs. Richtig geil, die mal wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und das war's. Victory. Was für ein kranker Tanz auch. Ist das verrückt. Ein Ranglistenspiel noch. Dann probieren wir doch jetzt noch einmal Sandy aus. Select your arena. Get ready. Hm, was ist jetzt passiert? Spiel getrennt. Schade. Competitive play. Die Wiederverbindung mit den Servern klappt nicht so gut. Sandy wollte man nehmen. Select your arena. In den Quallenfeldern. Ready. Aber immerhin wird man immer mit Leuten hier zusammengeschmissen, die eine gleiche Wertung haben. Einmal wieder hier rausfinden, wie man welche Attacke einsetzen kann. Oh! Nice! Tschüss!
Er versucht auch noch rauszufinden, wie das Spiel funktioniert. Und da hat er wahrscheinlich jetzt das Spiel auch verlassen. Spiel getrennt. Ja, gut. Ich glaube, da sind wir auch schon so langsam am Ende von unserem 20 Minuten angekommen. Lassen wir doch einfach nochmal hier so ein Spiel laufen. Mit CatDog. Hatten wir auch noch nicht. Gegen diesen ganz komischen Menschen oder was auch immer. Noch nie gesehen. So, und damit kommen wir auch schon zum Schluss unseres Videos. 20 Minutes off. Nickelodeon Super Smash Bros. Abklatsch 2000. Ja, also mein erster Eindruck ist, auf jeden Fall ist das Spiel charmant. Das muss man im Spiel lassen. Also das Voice Acting ist cool. Ich denke mal, ohne das Voice Acting würde auch eine ganze Menge Charme verloren gehen. Die Level sind hübsch gestaltet. Es gibt viele verschiedene Charaktere, die man sich hier aussuchen kann. Charmant ist es auf jeden Fall. Was mir jetzt auf den ersten Eindruck nicht so gut gefallen hat, ist auf jeden Fall, dass viele Angriffe sich gar nicht so richtig wie Angriffe anfühlen. Also man läuft hier nur so rum. Diese Katze nimmt den Hund und wirkt ihn so ein bisschen, was ja charmant ist. Aber nur wenige Angriffe haben sich so angefühlt wie ein richtiger starker Angriff. Meistens, wenn der Gegner hier am Rand war und man den dann hier so schön runterhauen kann. Perfektes Timing. Das fühlt sich gut an. Das ist ein schöner Angriff. Ja, das würde ich dann jetzt erstmal so als ersten Eindruck sagen. Und wo ich noch eine Befürchtung habe, wenn ich es noch länger spielen würde, glaube ich, dass die Langzeitmotivation nicht so richtig gegeben ist in dem Game. Also wir haben jetzt alle Modi schon gesehen in der kurzen Zeit. Und es sieht so aus, als würde da auch nicht noch viel mehr gehen. Also klar, man kann den Arcade-Modus durchzocken mit allen Charakteren. Bestimmt kann man noch ein paar Outfits freischalten, weiß ich jetzt nicht. Würde ich mal so denken. Aber ja, wird man sehen. Ob das Spiel einen dann wirklich längerfristig begeistern kann, glaube ich nicht. Aber für so eine Runde mal zwischendurch, so wie jetzt, 20 Minuten, kann man es auf jeden Fall mal zocken, wenn man keine Switch hat und kein Smash Bros. Hat. Das wäre dann so mein Fazit von dem Ganzen hier. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr könnt die Eindrücke so ein bisschen teilen. Und schreibt auf jeden Fall mit in die Kommentare, wie ihr das so seht, ob ihr schon angezockt habt und wenn ja, was euer erster Eindruck ist für ein Game. Würde mich auf jeden Fall interessieren. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.